Hallo und willkommen zurück zu meiner Videoreihe über meinen Auslandsaufenthalt in Irland. Letztes Mal hatte ich euch von dem Start, von meinem Flug und von dem Vorbereitungsseminar erzählt. Dieses Mal möchte ich ein bisschen genauer auf meinen Alltag, vor allem in der Schule, eingehen und auch über eine typische Woche sozusagen in meinem Leben in Irland reden. Zuerst möchte ich euch davon erzählen, wie ich mich eingelebt habe und was mir dabei geholfen hat, mich schnell einzuleben. In meiner Gastfamilie war es sehr einfach, mich einzuleben. Sie waren sehr offen und sie hatten natürlich Regeln und Dinge, die sie anders gemacht haben als ich. Aber es war überhaupt kein Problem, dass ich mich da anpasse, denn es war überhaupt nicht kompliziert. In der Schule war es natürlich ein bisschen schwieriger, sich einzuleben. Ich war auf einer katholischen Mädchenschule. Grundsätzlich würde man ja schon mal denken, dass so eine katholische Mädchenschule also strenger ist als jetzt die Schulen hier. Aber das war eigentlich gar nicht der Fall. Der größte Unterschied war eigentlich nur die Schuluniform. Ich hatte am ersten Tag, als ich in die Schule kam, einen Stundenplan bekommen, wo ich einfach bestimmten Fächern zugeteilt wurde. Ich habe es dann so gemacht, dass ich das erstmal eine Zeit lang ausprobiert habe und dann irgendwann die Fächer, wo ich gemerkt habe, dass die mir keinen Spaß machen, gewechselt habe. Ich habe einige Fächer neu gemacht, die ich in Deutschland nicht hatte, weil ich es einfach cool fand, neue Dinge auszuprobieren. Aber manche Fächer waren dann auch zu kompliziert und da hat es mir halt keinen Spaß gemacht. Genau, ich habe das einfach so lange gemacht, bis es mir dann halt gefallen hat. Aber das so zu machen, würde ich euch auch wirklich empfehlen, weil das hat mir halt so viel geholfen, dass ich mich in der Schule zurechtgefunden habe, Spaß hatte und mich halt dann auch auf die Schule gefreut habe. Ansonsten kann ich euch wirklich noch empfehlen, Kunst und Musik zu wählen, entweder beides oder halt eins von beidem, was immer euch halt mehr Spaß macht, weil das wirklich richtig gut zum Reden ist, auch mit anderen, weil man da halt nicht so unbedingt einfach nur da sitzt und halt zuhört, sondern auch mit anderen was macht und das bringt auch immer viel halt, um mit anderen Schülern zu interagieren. Ansonsten ist das irische Schulsystem so aufgebaut, dass es halt das Fourth Year und das Fifth Year gibt. Das Fifth Year ist sozusagen die 11. Klasse in Deutschland, also halt das vorletzte Jahr. Das ist halt relativ anspruchsvoll, aber von meinem Alter hätte ich halt da reingemusst. Und ich bin dann am Ende da drin auch gelandet und das war auch alles total toll. Aber es gibt ja die Möglichkeit auch ins TY zu gehen, also Transition Year, was sozusagen eine Art Jahr dazwischen ist, wo man sehr viele Ausflüge macht, sehr viel verschiedene kreative Sachen und so und gar nicht mal so viel lernt. Und ich habe versucht, da reinzukommen, aber das hat halt dann nicht geklappt, weil da gibt es halt nur begrenzte Plätze. Aber wenn ihr bei eurer Bewerbung auswählen könnt, ob ihr da reinkommt, dann macht das auf jeden Fall, weil das lohnt sich sehr, auch wenn ihr dann Aufpreis zahlen müsst. Ansonsten war das Einleben in der Schule relativ leicht, auch das Freunde finden. Meine Freunde waren ein bisschen aufgeteilt, einmal in die Leute, die wirklich, also meine Freunde, die wirklich in Irland gewohnt haben und einmal die anderen Austauschschüler. Andere Austauschschüler als Freunde zu haben, ist auch immer sehr gut, weil man mit denen eben das Land und die Umgebung sehr gut erkunden kann. Und die Leute, die dort leben, haben eigentlich jetzt ja nicht so viel Interesse daran, sich die Sehenswürdigkeiten da anzugucken. In der Schule ansonsten ist es wirklich so, dass es also die da halt wirklich leben, bei denen ist es halt so, es ist schwieriger, die als Freunde zu finden, einfach dadurch, dass die halt ihre Freunde haben und halt einfach nicht unbedingt auf dich zugehen, sondern man muss dann halt irgendwie, also einfach sich wirklich Mut nehmen und halt die ansprechen und sich neben die setzen im Unterricht oder im Lunch und mit denen reden. Und das erfordert Mut, aber so selbst wenn ihr das nicht macht, werdet ihr trotzdem ganz bestimmt Freunde finden, wenn ihr euch das nicht zutraut. Aber für mich war es wirklich sehr sinnvoll, es hat mir richtig viel gebracht. Ansonsten gab es an meiner Schule sehr viele Angebote, also Sportangebote und auch Orchester. Ich habe alles mal ausprobiert. Ich habe dann am Ende im Land ganz oft Volleyball oder Basketball gespielt. Und Orchester habe ich ausprobiert, aber es hat mir nicht so gefallen. Dann habe ich es einfach nicht weitergemacht. Und jetzt würde ich euch noch sehr gerne von einer typischen Woche in meinem Leben in Irland erzählen. Also ich hatte halt von Montag bis Freitag ganz normal Schule. Und ich bin immer so um 7 aufgestanden und um 18 bin dann losgefahren zur Schule. Also meine Gastmutter hat mich immer gefahren. Genau. Und Montagmorgen hatte ich dann immer erstmal Assembly. Das war einfach so eine Versammlung mit der ganzen Stufe, wo man drüber geredet hat, was halt so ansteht in der Woche. Es war immer sehr entspannt und genau, dann hatte ich einfach den Rest der Woche ganz normal Schule und dann haben wir immer von Montags bis Donnerstags immer dann so nachmittags abends, weil ich habe halt immer so bis 15, 16 Uhr halt Schule gehabt
Und dann haben wir, danach hatten wir dann auch nicht mehr so viel Zeit. Und dann haben wir einfach immer, waren wir spazieren, haben noch Filme geguckt abends. Ich habe mit meiner Gastmutter viel auch immer so gekocht und so, war mit meiner Gastschwester und mit meinen Gastschwestern spazieren oder so. Und dann Freitag nach der Schule bin ich immer mit anderen Freunden aus der Schule sozusagen in die Stadt gefahren. Und wir haben immer was getrunken, gegessen, waren shoppen oder so. Es war immer richtig schön. Und dann Samstag, also ich habe den Samstag dann immer komplett dazu genutzt, mit meinen anderen Austauschschülerfreunden halt einmal komplett Irland so zu erkunden. Also wir haben immer Ausflüge gemacht, häufig nach Dublin, aber auch oft weiter weg und haben uns alles Mögliche angeguckt. Das war immer richtig schön, wirklich. Ich habe das so genossen, ich habe dadurch so viel entdeckt und so viel gesehen. Und dann Sonntag war es halt öfter, also manchmal habe ich auch sonntags was, bin ich auch sonntags noch irgendwo hingefahren. Aber sonntags war es oft so, dass ich bei meiner Gastfamilie sozusagen zu Hause geblieben bin und wir halt so Family Time gemacht haben, also dass dann auch noch irgendwie die Schwestern von meiner Gastmutter kamen oder so und oder wir einfach so ganz entspannt Tag zu Hause gemacht haben oder so Rugby, die Rugby-Spiele geguckt haben oder so. Also genau, so haben wir das eigentlich immer gemacht und das war auch richtig gut, das war auch perfekt eigentlich für mich und ich habe wirklich, das war so schön, weil ich beides so gut vertreten hatte, die Gastfamilienzeit und die Zeit mit Freunden und das Land erkunden. Also genau, es war eigentlich total perfekt. Das war's auf jeden Fall erstmal für dieses Video. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen die Angst nehmen. Die wichtigsten Dinge sind eigentlich einfach nur Mut haben, Geduld haben und Spaß haben letztendlich. Und dann werdet ihr ganz bestimmt eine ganz tolle Zeit haben. Und im nächsten Video werde ich euch von meinen Lieblingsorten und Aktivitäten in Irland erzählen. Dann sehen wir uns im nächsten Video und dann tschüss.